Quick Tutorial. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in Windows 7 und Windows Vista unabhängig von 32 und 64-Bit Versionen in diese Checkboxen zum praktischen Auswählen von Dateien aktivieren im Windows Explorer und auf dem Desktop. Dazu drücken wir die Alt-Taste, drücken auf das Menü Ansicht, was dadurch entstanden ist, drücken auf das Menü Extras, was dadurch entstanden ist, Ordneroptionen, Ansicht und machen diesen Haken rein bei Kontrollkästchen zur Auswahl von Elementen verwenden. Nun noch ein OK und das war's. Ein Neustart des Computers ist normalerweise nicht erforderlich. Vielen Dank. Ich freue mich auf Feedbacks an video@tchsupport.com, das Folgen auf Twitter und Ihre Nachrichten. Tschüss.